Willkommen zum DAX-Check. Wir blicken auf den deutschen Leitindex heute zusammen mit Maximilian Völkel. Hallo. Hallo, Maiko. Gestern hat der DAX 2% zugelegt. Zwischenzeitlich hat er mal wieder die 13.000-Punkte-Marke überwinden können. Wir werden gleich den ersten Kurs in Frankfurt auf der DAX-Tafel sehen. Es geht erstmal wieder in die entgegengesetzte Richtung. Leichte Verluste heute zu Handelsbeginn 0,34%. 12.900, ziemlich genau, 12.902 in diesem Moment. Sind jetzt einfach nur nach der gestrigen Rallye ein paar Gewinnmitnahmen oder wie kann man das deuten? Ja, natürlich. Man muss sagen, es ging ja jetzt dann doch relativ schnell, nachdem wir uns lange schwer getan haben mit dem Ausbruch nach oben, hat dann ein Mix aus mehreren guten Nachrichten, einerseits gute Daten aus China, die da vor allem der Autobranche wieder Auftrieb gegeben haben, dann natürlich auch die steigende Hoffnung, dass es doch vielleicht jetzt schnell einen Impfstoff gegen Corona geben könnte. Das hat den DAX beflügelt, hat ihn aus dieser Seitwärtsbewegung nach oben herauskatapultiert und jetzt, das sind wir eben nicht in einem Schwung auch noch über die 13.000 geklettert, aber 12.900 ist ja immer noch ganz guter Stand und jetzt eben auch wieder Berichtssaison heute, E.ON, morgen sind auch nochmal DAX-Unternehmen an der Reihe. Das könnte natürlich dann auch nochmal entscheiden, in welche Richtung es jetzt geht. Schauen wir uns mal die wichtigen Marken an. Die 12.8 hat er jetzt ja gestern eben dann überwunden. Er hat es einige Male letzte Woche versucht, da hat es nicht geklappt. Jetzt sicher die 13.000 auf der Oberseite als wichtige nächste Marke. Genau, jetzt 13.000 einfach als psychologisch wichtige Marke und danach könnte es natürlich schnell in Richtung des Hochs, des Erholungshochs bei 13.313 Punkten, glaube ich, gehen. Ansonsten dazwischen noch die Schlusskurs hoch bei etwa 13.170. Also von daher haben wir da dann schon noch etwas Luft nach oben, können noch 1-2% schnell zulegen, ehe es dann, sollten wir noch weiter nach oben gehen, natürlich auch wieder in Richtung des Allzeithochs bereits geht. Und nach unten ist es eben jetzt zwischen 12.800 und 12.900 Punkten, sind tatsächlich relativ wenige Unterstützungen, da wir auch jetzt auf dem Weg nach oben hier relativ schnell durchgingen. Also von daher nach unten sichert vor allem das Ausbruchsniveau im Bereich 12.770, 12.800 Punkten jetzt ab. Ihr habt gestern auch ein neues Produkt auf den DAX gekauft. Können wir uns auch gleich mal jetzt hier anschauen. Der Empfehlungskurs lag bei 87. Jetzt ist es ein bisschen zurückgekommen heute Morgen. Genau, wir waren zwischenzeitlich schon mal nämlich im Plus, als wir kurz über 13.000 Punkte waren, jetzt wieder etwa bei Einstand, haben das Ganze mit einem Stopp auch abgesichert bei 6,25 Euro. Von daher sind wir da jetzt noch aktuell relativ entspannt und schauen eben an, 12.900 sind wir jetzt etwa in der Mitte, wo es sich dann entscheidet, wohin es geht. Aber wie gesagt, wir sind durchaus zuversichtlich, dass wir das Corona-Erholungshoch nochmal testen können. Letzter Blick auf die Kurstafel. Ja, 0,3% knapp das Minus in diesem Moment. Dankeschön, Max, für heute. Danke auch. Danke auch Ihnen. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.